Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Das Wetter ist mal wieder schön. Ich weiß nicht, ob ihr es durch die Bäume hier sehen könnt. Oh, mein Ohr juckt. Oh Gott, was ist das? Ah, ein Hubschrauber. Ja, Freunde, es gibt viel zu erzählen. Ich habe es geschafft. Jetzt ratet mal. Trommelwirbel. Brrr. Ich habe es geschafft, ein Kennzeichenschleifer zu machen. Freunde, yes, so geil. Junge, es ist so krank. Hier das Video eingeblendet. Ja, Freunde, jetzt offiziell Burschi, der Stuntboy. Ja, Freunde, und dann ist die Freude vom Kennzeichenschleifer auch schon wieder vorbei. Und dieses Video wird, wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, eher ein Real Talk Video. Warum? Ich habe heute was gelesen von einem Instagrammer. Ja, und das Ganze hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt, sage ich jetzt mal so. Nee, Freunde, ich habe mir die letzten zwei Videos angeschaut. Falls ihr die nicht gesehen habt, ich meine einmal das mit dem Noah. Das ist jetzt hier oben beim I. Und dann meine ich einmal das letzte, wo ich irgendwas gelabert habe mit beste 125er, keine Ahnung. War ich auch mal hier. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut euch die erstmal an, damit ihr dann auch versteht, was ich jetzt laber. Dieser bestimmte Instagrammer hat in seiner Story irgendwas geschrieben, was eigentlich los ist zurzeit, dass alles auf, sei jetzt mal gewinnorientiert oder so, hier auf YouTube und Instagram ist, dass jeder nur noch das macht, um Kohle zu verdienen, um möglichst viel Reichweite zu bekommen und eigentlich den Spaß an der ganzen Sache vergisst, warum wir das machen, warum wir Motorrad fahren. Es ist immer nur, wer hat das bessere Bike, wer kann die besseren Wheelies, wer schaut cooler aus, wer hat das, wer hat dies, wer hat. Ja, wie man vielleicht gemerkt hat im letzten Video, das, was die beste 125er ist, war ein bisschen ein anderes Video als sonst, was ich so poste. Weil, keine Ahnung, ich meine, ich bin jetzt noch ein echt kleiner YouTuber, gell? Was heißt klein? Ich bin ja eigentlich noch gar nicht. Obwohl 400 Leute, das ist ja eine riesige Zahl. Aber im Gegensatz zu den anderen kann ich ja echt gar nichts sagen oder irgendwas. Aber trotzdem mache ich mir schon den Druck. Yo, ich muss ein Video posten. Es ist, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich versuche jeden Donnerstag und Sonntag ein Video zu posten. Und an dem Tag war es halt so, yo, scheiße, ich muss noch ein Video machen für Sonntag ist es, glaube ich, online gekommen, ja. Aber was machst du? Ich habe keine Idee. Scheiße, irgendwas. Laberst einfach da drüber. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock da, das Video zu drehen, aber es war halt so, yo, du musst ein Video machen, es ist Sonntag, mach das Video. Ich sag's euch ganz ehrlich, das habe ich jetzt einmal gemacht und habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich habe angefangen, das Ganze hier aus Spaß zu machen und ich will es auch weitermachen, aus Spaß, aber halt auch nur aus Spaß und nicht, weil ich irgendwie was machen muss oder keine Ahnung was. Und deswegen, keine Ahnung, es kann auch mal sein, dass mal kein Video kommt. Vielleicht hatte ich keinen Bock, vielleicht ist mir nichts eingefallen, vielleicht war ich gar nicht im Moped fahren oder so. Kann auch mal sein jetzt. Aber dann ist es halt so. Na klar, es kann mal sein, dass ich Bock habe, so ein Video zu drehen mit, was die beste 125er, 7 Gründe, warum du den 125er machen solltest oder so eine Kacke halt, was so alles für Videos gibt. Kann ja mal sein, dass ich Bock drauf habe und wenn ich Bock drauf habe, mache ich das auch. Ich versuche jetzt wirklich nur das zu machen, worauf ich Bock habe. Zum Beispiel hier. Ich habe jetzt Bock, hier so einen kleinen Donut zu drehen. Dann mache ich jetzt hier einen Donut. Und es kommt Thomas von rein ins Video. Ich sag's euch. Freunde, was ich damit sagen will, ich hoffe, ihr habt mich verstanden. In nächster Zeit werden nur Videos kommen, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und wenn ich mal keinen Bock drauf habe, dann kommt halt kein Video. Aber ich finde auch, das merkt man halt auch bei anderen YouTubern, ob sie da wirklich Bock drauf haben auf das Video oder ob es nur ist, weil sie es, sag ich mal, machen müssen. Ich hoffe, ihr versteht mich da und seid nicht böse auf mich. Das war's dann eigentlich schon wieder mit dem Real Talk, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, guck mal noch ein bisschen, was so passiert heute. Wenn der Kofferraum zu klein ist, warum nicht den Lattenrost
einfach aus dem Dach rausschauen lassen. Geil. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video mal wieder? Ich hoffe, euch hat es gefallen, trotz des Real Talks, und es war trotzdem eine kleine Unterhaltung für euch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Zeigt mir, ob es euch getaugt hat, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr es urscheiße fandet, gebt einen Daumen nach unten und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Und schaut in die Videobeschreibung rein. Da ist mein Instagram verlinkt. Würde mich echt riesig freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Und ja, dann war es auch schon mit dem Video. Peace out!